Wenn ihr den roten Kelch sucht, steht ihr genau davor. Ich bin der rote Kelch. Ich will's auch gerade sagen. Das ist das hellste Haus in dieser Stadt. Oh mein Gott, der rote Kelch mit rotem Licht. Oh Gott. Bitte, bitte wieder eine Irina. Die war toll im zweiten Teil. Wer war denn Irina? Ich wette, du bist so ein richtiger Piep, so wie Emmy damals. Kam gerade im Chat. Es ist das hellste Haus in dieser Stadt, bla bla bla, man kann es nicht übersehen. Keine Sorge, ich zeige euch den Weg, weil man es nicht übersehen kann. Und zur Sicherheit, hier ist ein Übersichtsplan. Hier, genau. Ah. Vielen Dank. Es ist bestimmt das da hinten. Könnte sein. Sind Sie über ihn gestolpert? Hier ein Rätsel. Wo geht's zum Haus? Nein, erstmal Münze. Münze, 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 Münze. Münze, 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 Münze. Münze, Glatze, Münze, Glatze. Oh. Was denn? Ich hab doch nur Münze gesagt. War hier eigentlich was Verstecktes mit dem... Also, versteckt gerätseltes? Mal gucken. Ah! Natürlich! Hey, was ist dort drin? Was ist dort? Herr Wright, das ist ein verstecktes Rätsel! Keine Sorge, überlassen Sie es einfach mir! Schwupp! So schnell geht das. Oh Gott. Taktische Münzen. Münze, 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 Münze! Du hast eine geheime Gasse im Dorf gefunden. Die Straße ist mit Platten gepflastert, die verschiedene Symbole eingraviert sind. Die vier Münzen in deinem Besitz lassen jeweils eine Art von Platten verschwinden und machen damit den Weg frei. Benutze die Münzen, um die Platten zu beseitigen, die deinen Weg durch die Gasse blockieren. Du hast nur vier Münzen, also überlege dir, wie du sie einsetzt. Du suchst dir jetzt wahrscheinlich nacheinander vier der Symbole aus und dann verschwinden alle. Ja, aber, hä? Wieso verschwinden dann alle? Alle gleichen Symbole. Ja, aber wieso verschwinden dann, also wie, da bleiben doch welche übrig dann? Das ist ja wahrscheinlich die Frage, dass du rausfinden musst, welche du in welcher Reihenfolge verschwinden lassen musst, nehme ich an. Ja, aber bleiben dann nicht trotzdem welche übrig? Aber es sollen ja alle weg, oder? Ach nee, man soll die Platten, die den Weg blockieren, beseitigen. Also das heißt, wo soll man denn hin? Von wo? Das werden wir gleich sehen. Ah, Luke läuft jedes mit. Jedes Mal, wenn Luke auf eine Platte tritt, werden... Ah, du... Okay. Du musst einfach nach rechts laufen, nehme ich an. Von links nach rechts. Hm. Fang mal an, du wirst es sehen. Ja. Vier Münzen lassen vier verschiedene Platten verschwinden. Bringe Luke auf die andere Seite, indem du die benötigten Platten entfernst. Fang mal an. Okay. Learning by doing. Ja, muss das wohl. Das ist, glaube ich, selbsterklärend dann. Hm, also ich soll ihn jetzt zum Beispiel da drauf machen. Bling. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Lustig wäre, wenn du jetzt zufällig sogar das Richtige machst. Eventuell nicht. Ich glaube eher nicht. Nee, ich glaube wirklich eher nicht. Nein, nein, nein. Nein, wirklich nicht. So, und jetzt habe ich nämlich schon das Problem, ich habe da nicht mehr viel. Und ich muss mindestens... Also es geht schon nicht mehr. Ja, genau. Geht schon nicht mehr. Richtig, also zurück. Erneut. Also ich denke, ich muss auf jeden Fall die komischen Hämmer da wegmachen, obwohl muss ja... Diese lila farbenen, meinst du? Oder diese dunkelblauen? Die hier auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Die müssen, glaube ich... Ich kann natürlich auch wieder zurück und mir was anderes aussuchen. Ich muss nicht unbedingt weitergehen. Ich kann zum Beispiel die Grünen wegmachen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Warte mal, die Grünen sind relativ verstreut, also da kommt man, glaube ich, ganz gut vorbei. Die würde ich mal lassen. Hm. Gleiches gilt eigentlich für die Roten, also ich würde... Ja, die Roten würde ich aber eigentlich auch haben. Ja, okay, und die Lilafarbenen fast, oder? Ich glaube aber, das ist jetzt auch, wenn ich die Hämmer nehme, nicht richtig gewesen. Ich probiere noch mal was anderes. So. Das ist ja jetzt nur rumprobiere, das ist ja schade.
Aber naja, was soll man machen? So. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Also jetzt muss ich irgendwas wegnehmen, aber... was? Warte mal, wenn ich die roten wegnehme und die... oder wenn ich mal diese komischen... Ah, Mist. Das ist echt schwer. Echt schwer. Also das auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Hämmer wegnehme, dann... hilft es dir trotzdem nicht. Wenn du die Schwerter... Ja, wenn ich die Schwerter wegnehme... Aber warte mal. Warte mal, du kannst ja... Nee, es hilft trotzdem nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn du nochmal zurückläufst jetzt. Aber du kommst trotzdem nicht weiter. Es ist schon vorbei, glaube ich. Ja. Also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber was... Vielleicht, dass ich die grünen lasse und... die Schwerter weg. Warte mal. Erstmal neu. Ich mache erstmal den weg. Und ich glaube, die roten. Ja, ich glaube, die lila Farben müssen schon weg sonst. Ja. So, dann das rote hier. Dann eventuell würde ich sagen, so ein... Hammer? Nee, den hier. Okay, aber jetzt habe ich noch weitere Probleme. Geht schon wieder nicht mehr. Warte mal, wenn ich die Hammer wegmache, nee, dann... Nee, irgendwo komme ich immer auf irgendwelche... das ist echt Mist. Ja. Das ist echt ein unschönes, schweres Ding. Für 40 Pikarat? Respekt. Und hier komme ich sowieso nicht mehr weiter? Nee, dann... Ja, ist schon durch. Okay, tja, was nehme ich weg? Ich denke... Müssen die lilanen und die... Warte mal. Ich würde jetzt grün, gelb und die Schwerter noch. Ah nee, warte. Ach. Nee, Schwerter gehen ja dann nicht mehr. Ja, es ist schon wieder vorbei. Ja, im Grunde. Ich muss wahrscheinlich irgendwo weiterkommen. Also warte mal. Hieraus sieht man ja auf jeden Fall, dass auf jeden Fall entweder rot oder blau weg müssen. Ja. Wahrscheinlich sogar eventuell... Oder beide. Okay. Aber es sind auf jeden Fall nicht die übrig bleiben. Okay, also machen wir... Logischerweise, ja gut, das hat überhaupt nichts gebracht, was ich gesagt habe. Wenn ich das mache... Ich nehme mal den gelben noch. So. Dann das noch. Und jetzt, wo... Ach nee, ich muss bis rüber. Oh wei. Ich glaube, das klappt nicht, wenn ich jetzt noch die mitnehme. Nee. Auch wieder vorbei. Wie weit komme ich denn damit? Nicht ganz durch. Ah, das ist so missdoof. Aber es sah nicht schlecht aus. Mhm. Okay. Also erstmal das hier mal. Also letztlich kommt es ja wirklich nur darauf an, welche Farben du wegmachst, nicht in welche Reihenfolge. Das dachte ich ja zum Anfang noch. Naja, vielleicht muss man aber auch irgendwo versuchen, sich einen Weg zu bahnen erstmal und dann... Ist schon wieder durch. Nee, das war schon wieder nix, ja. Okay, nochmal neu. Ich versuch mal so weit wie möglich mit einem oder zwei... Nee, das... Da kann man echt nicht viel machen, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, den weg. Da bin ich mir relativ sicher, sonst hängst du da mittendrin dann fest, weil da so eine richtige Wand hochgeht. Ja. Aber warte mal, wenn der weg muss... Ich lass mal die gelben übrig übrigens. Übrigens. Dann da oben vielleicht mit denen? Rot und lila würde ich jetzt mal vorschlagen. Oder blau und lila, mal gucken, was dann passiert. Hier unten nämlich blau gehe und dann da lila wegmache, dann... Nee, komme ich trotzdem nicht weiter. Aber wenn ich jetzt blau wegmachen würde, würde ich an einen roten rankommen. Hilft mir das irgendwas? Wenn dann rot und... Nee. Rot und blau. Rot und lila ist falsch. Rot und lila ist falsch. Nee, aber was ist mit rot und blau? Nee. Geht auch nicht. Weil da immer irgendwas versperren würde. Wenn ich jetzt aber gelb wegmachen würde... Warte. Ich nur noch... Rot und blau. Ja, stimmt, hast recht. Geht weit rüber, aber bleibt trotzdem stecken am Ende. Blau und lila?
Rot und Gelb, Rot und Gelb. Da komme ich aber nicht mal durch am Anfang. Blau und Gelb? Nee, denke ich nicht. Ich glaube, es ist jetzt schon falsch. Ich glaube auch. Was ist das übel? Gelb und Lila? Hilft auch nicht, ne. Mhm. Und lila, blau und lila, ja. So aber das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn wir jetzt nicht weiterkommen, dann war entweder grün oder blau falsch. Hm. Nee, grün oder Hammer. Ja, mit blau, also dunkelblau halt, grau, was auch immer. Gelb. So. Ja, aber bei den Hammer ist ja auch so, also wir könnten dann höchstens oben rum und müssten uns da ganz übel einen Weg freischaufeln. Und wie machen wir das? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn ich so machen würde und so machen. Und dann so, aber nee, dann bleibt auch was übrig. Und dann komme ich nämlich nicht durch die Hämmer. Das ist es ja. Probier mal. Mit Gemütlichkeit. Ja. Lila? Rot? Lila, rot? Okay, mach mal erstmal. Lila, rot, dann auf jeden Fall die Schwerter noch und jetzt überlege ich was noch. Ja, aber erstmal muss ich an ein Schwert rankommen und um an ein Schwert ranzukommen, müsste ich entweder grün kappen oder... Ah nee, das funktioniert auch nicht. Ich dachte, wenn die Hämmer bleiben, dann bleibt ja nur ein Weg oben rum übrig, anders geht's ja nicht. Aber ja, dann müsste grün und gelb weg. Wegnehme, wenn ich Hammer und blau wegnehme, geht's durch. Probier mal. Dann müsste es eigentlich, oder, nee, machen die Grünen mir dann Strich durch die Rechnung? Nein. Ast. Fertig. Sehr schön. Haha, wir haben's. Wuhu. Das war jetzt kniffliger als gedacht. Was schreibt der Chat? Obenrum geht nicht Hammer, ist auf alle Fälle dabei, hä? Ich weiß es nicht. Also Hammer, Skorpion, Schlangen, Rosen. Was hatten wir genommen? Nee, wir hatten... Schlangen auf jeden Fall nicht dabei. Ja. Also das ist falsch. Ah, hier, genau, genau. Gut. Wunderbar. Wie lange geht der Stream noch? Hab nur noch 21% Akku. Ladekabel. Keine Ahnung, wie lange kannst du noch? Willst du noch? Nicht mehr so lang. Nee, also... Na, dann machen wir noch... Gehen wir noch schnell in den roten Kelch und dann schauen wir mal. Okay. Okay. Jetzt kannst du durch diese Gasse laufen, wann immer du möchtest. Juhu! Will ich aber nicht. Ich will nicht weg! Aber ich will nicht weg, genau. Vorsicht, wo sie hintreten! Auf dem Boden liegen scharf aussehende Kartoffeln! Und scharf aussehende Kätzchen! Wie Emmy damals! Das ist eigentlich Lukes Part! Ja, stimmt! Aua, mein Fuß! Du hast gewonnen, scharf aussehender Gegenstand. Wie Emmy. Okay, also ich glaube, wir... Nee, hier kann man noch was ansprechen. Es brennt kein Licht. Die Dunkelheit ist ein bisschen beunruhigend. Ich vermisse das sichere Gefühl, das einem Licht gibt. Die Dunkelheit macht mich nervös. Okay, ich würde sagen, jetzt bleibt uns nur noch... Mit ihm gesprochen haben wir schon? Also nochmal gesprochen? Kein Rätsel. Oh. Zum roten Kelch geht es hier entlang. Sucht einfach nach dem Wirtshaus mit dem hellsten Licht, das da genau in der Mitte ist. Hätte auch einfach sagen können, das ist da vorne. Ah, hier ist ja ganz schön viel los. Sieht nicht so aus. Das stimmt, mehr als ich erwartet habe. So viele Menschen und sie scheinen alle die Zeit hier zu genießen. Echt, sind da viele Menschen? Ich habe keine gesehen. Sie sind alle an der Bar. Man munkelt, die Zwielichtigkeit in Person treibt sich hier herum. Aber das ist Blödsinn. Das ist... Blödsinn! Ab und an gibt es hier Streitigkeiten. Aber eigentlich treiben sich hier nur gute Menschen herum. Außer mir. Hey Junge! Was macht der denn da? Ach so, nein, das ist ja sein Bildhauer. Schraubenzieher. Ach so, ja. Bildhauer. Ach stimmt, der ist ja Bildhauer. Ich dachte, der kommt jetzt. Ich dachte, er kommt jetzt so. So, und jetzt steche ich euch auf. Messer. Ihr findet die Chefin hinter der Bar.
Warum stellt ihr euch nicht vor? Sie ist nicht hinter der Bar, sie ist am Tisch. Und hier, da hinten sind, oh, drei Leute. Und noch einer da hinten, glaube ich, also vier. So, Münze, was ist das hier? Verwendet man normalerweise nicht Dartpfeile für eine Dartscheibe? Wieso rege ich mich eigentlich auf?